Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Let's Retro The Elder Scrolls 3 Morrowind. Heute werden wir wieder ein bisschen Alchemie machen. Aber erst verzaubern. Erst werden wir versuchen zu verzaubern. Wie weit sind wir eigentlich? 3 von 10, okay. 7 Punkte bräuchten wir eigentlich. 7 Punkte könnten wir bei Alchemie sogar noch machen. Naja, jetzt versuchen wir erst einmal zu verzaubern. Wir versuchen wieder unser Glück mit dem Schild. Attribut festigen, Stärke. Auf sich selbst hat er schon gepasst. 1 bis 29 Punkte für 61 Sekunden. Ja, das waren 6 Sekunden zu viel. Oh, wurde zerstört. Dann laden wir nochmal. Das ist echt blöd. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Aber ich hoffe, wir schaffen das auch irgendwann mal. Nicht, dass es eine Verzauberung ist, die ein bisschen zu stark ist, sodass man sie gar nicht schaffen kann. Das wäre richtig blöd. Aber reparieren können wir immerhin. Boah, dieser eine Gegenstand, der fast ganz weit hat, ich glaube, einen ganzen Hammer verschlungen. 15 Stück haben wir noch übrig, plus 10 Ladungen da. 20 hat er nochmal, also 15,5 Schmiedehämmer des Gesellen hätten wir noch. Tja, was noch? Lesen wir! Mögest du auf Voetias Bettlektüre. Lesen wir die. Was? Keine Worte können beschreiben, was ihr seht oder was ihr glaubt zu sehen. Okay. Das gefällt mir. Ich will einfach nur. Okay. Das gefällt mir, das möchte ich. Was? Ja. Ja, okay, das könnte sogar noch da gehen. Wow, das geht. Fertig gelesen. ansonsten machen wir jetzt Alchemie. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, was wir da noch alles machen können. Ne? Also wie viele Punkte wir jetzt dann noch da kriegen. Okay, ich glaube, das war alles. Dann hier. Da liegt noch was. Doch, weil jetzt habe ich die vergessen wegzutun. Die Crashphase liegen da auch noch. Na gut. 2000 Kilo. Mal sehen, was wir am meisten haben. Hier wären es 30. Wie viel haben wir da? Eine, okay. 36. 206, 213, 463, da ist das Salzreis wieder das Beste. Da haben wir Entzugstärke kommt weg. Entzugstärke. Alles mit Entzugstärke kommt weg. Auch nochmal Entzugstärke. Auch nochmal. Da jetzt nichts. Konzentration und Glück, Charisma, Geschicklichkeit. Geschicklichkeit, Willenskraft, Schnelligkeit, Konstitution. Ah, da! Ach, Moment mal, das ist ja das Salzreis. Ups. Intelligenz und Charisma, Charisma, Stärke.
Geschicklichkeit und Konstitution. Charisma. Stärke. Charisma. Stärke. Schnelligkeit. Stärke. Warte mal, was? Vampirismus! Vampirstab gibt, hat Vampirismus als nach. Krass. Okay, man kann sich also nicht auch durch Vampirstopp anstecken. Das ist ja cool. Okay, haben wir sonst noch was? Nee. Magiefestigen, Auswiederherstellung, Lebensenergie wiederherstellen hätten wir. Gut, wo sind sie? Hoffentlich klappt alles. Hoffentlich haben wir nicht wieder diesen Bug wie beim letzten Mal. Das ist Ausdauer wiederherstellen. Fangen wir an. Mal sehen, wo wir da was hätten. Hier mit 32. Mit 32. Das hier 206. Hat aber keine Ausdauer wiederherstellen. Wir bleiben also bei 206. Ja, die haben es geschafft. So, haben. Dann hätten wir hier noch Lebensenergie festigen. Oh. Ja, Lebensenergie festigen. Machen wir mal das. Da haben wir Lebensenergie wiederherstellen. Entziehen. Wiederherstellen. Haben wir keine Lebensenergie festigen? Offenbar nicht. Na. Sieht schlecht aus. Doch, hier, Lebensenergie festigen mit 16. Aber jetzt sind wir fast am Ende. Ich schaue einfach nochmal nach, ob da noch was ist. Hier auch nochmal mit 4. Und das war's. Okay, dann nehmen wir hier die 16. Hätten wir noch festigen Schnelligkeit. Haben wir da irgendwas? Festigen Schnelligkeit. Da war Geschicklichkeit. Konstitution und Glück. Festigen Schnelligkeit mit 25. Okay. Das nicht. Nö, die 25 haben gewonnen. Nein, das waren es nicht, oder? Waren es das? Doch, waren es. Okay, das hat aber Ausdauer entziehen. Okay, dann alles, was kleiner ist als 25. Ob das aus festigen Schnelligkeit hat? Festigen Schnelligkeit werden wir doch irgendwo haben. Hm, hm, hm.
Hier festigen Schnelligkeit mit A1. Naja, besser als nichts. Und sonst scheint auch nichts zu sein. Ja, sonst ist nichts. Nur der Mondzucker. Also haben wir Ausdauer wiederherstellen, Lebensenergie festigen und festigen Schnelligkeit. Gebraut. Gut, festigen Schnelligkeit haben wir sonst nichts. Hätten wir Frostschild vielleicht. Frostschild. Ah, hier mit 2. Mal sehen, was wir sonst noch haben. Blitzschild war da ein paar Mal. Hier Frostschild mit 76. Wow. Ja, 8. Nee, die 76. Ebenerz. Hohes Ebenerz. Dann haben wir Ausdauer wiederherstellen, Lebensenergie festigen und Frostschild. Ja, scheint gut zu funktionieren, auch wenn wir ab und zu diesen Bug haben. Okay, ach, Frostschild könnten wir eigentlich gleich da lassen. Aber die Position darf es wechseln. War ja das Beste, was wir finden konnten. Hätten wir Gift neutralisieren? Gift. Mal sehen, ob wir da was finden. Gift neutralisieren. Ja, nicht. Aber ich bin mir sicher, dass wir da was haben. Da haben wir Giftresistenz, aber keine Giftneutralisierung. Giftneutralisieren mit 213. 213 sind viel. Und ist auch das Beste, was wir hier finden. Ah, dann haben wir aber Lähmung. Okay. Also alles, was geringer als 213 ist. Ach, sieh an, da wäre Giftresistenz auch gewesen. Alles, was kleiner als 213 ist, für Gift neutralisieren. Ich glaube, da haben wir aber nicht wirklich viel. Da ist wieder die Giftresistenz. Hier Gift neutralisieren für 22. Also nur noch alles, was mehr als 22 hat und kleiner als 213 ist. Hier auch Gift neutralisieren. 36. Skriptmus hat ja nur gute Sachen. Voll geil. 36. Ja, das ist auch das Beste. Da haben wir jetzt Frostschild Gift neutralisieren und Ausdauer wiederherstellen. Was hätten das sonst doch... Pest heilen und wiederherstellen Willenskraft. Und festigen Willenskraft. Ja. Ach nö, nicht schon wieder. Das hat letztens ein paar Mal funktioniert, wenn man irgendwelche Substanz, also Zutaten neu dazu gemacht hat, oder? Vielleicht das rohe Ebenerz. Ja, jetzt geht es wieder.
Und wir können das Ganze... Wow, und wie gut das geht. Seht ihr das? Alchemie auf 94 Punkte. Okay. Gift, das war irgendwas mit 30, war das? Ich glaube 36, oder? Also alles, was kleiner als das ist. Gift neutralisieren. Ob wir da nochmal was finden? So, mal sehen. So, jetzt kommen hier die 22 wieder mit Gift neutralisieren. Also nur noch alles, was mehr als 22 sind, aber kleiner als 36. Wo wir sonst nichts mehr haben. Also, Robusch. Gift neutralisieren, Frostschild und Ausdauer wiederherstellen. Liegt es wieder im rohen Ebenerz? Nein, dann vielleicht am Rohbusch. Großes Quamai. Salzreis. Da. Salzreis. Ach komm! Nochmal Robusch. Gibt's doch nicht. Ach, endlich. Ach, dieser blöde Bug. Dieser blöde Fehler. Wir haben hier noch 400 Stück zu tun. Außer wir finden nichts mehr, was da mit geht. Dann nicht.